Jo, heute stelle ich euch mal ein Kastenmesser vor. Ja, Praxisaufnahmen wird es dazu nicht geben, da dies eine Safe Queen ist. Das ist das DOC, ein Kastenmafioni. Ziemlich cooles Teil. Ist auch so in Deutschland, glaube ich, nicht zu erhalten. Ich werde mal gucken, ob ich einen Bezug von irgendeinem US-Händler von den Kastenknife-Dealern finde. Den stelle ich euch dann in die Videobeschreibung. Unwahrscheinlich, dass sich das jemand ordern wird, aber einfach mal, damit ihr so einen preislichen Bezug zu den Teilen habt. Ja, ich bedanke mich erstmal beim Alex fürs Rumschicken und natürlich noch viel mehr beim Andreas für die schöne Leihgabe, die ich jetzt mal hier in die Ostseesonne halten darf. Eine Safe Queen, die nicht benutzt wird, aber das macht auch durchaus Spaß, das Teil einfach nur in den Händen zu halten, befingern zu dürfen, spielen zu dürfen. Das ist schon granatenmäßig. Wieder ganz schön bei uns gerade. Ich hoffe bei euch ebenso. Ebenso hoffe ich, dass das Wetter auch noch ein paar Wochen anhalten wird. Cheers. Dass wir noch schöne Sonnentage haben. Denn in der Sonne sehen unsere Messer immer am besten aus. wie gesagt, über die Performance kann ich euch jetzt gar nichts sagen bei diesem Modell. Das geht eher mehr darum, dass ich das einfach mal in die Kamera halte. Ja, dass ich mal die Möglichkeit hatte, sowas in der Hand zu halten, befingern zu dürfen, davon einen Eindruck zu bekommen und das jetzt mal mit einem kleinen Video mit euch zu teilen. Bin mir nicht mehr ganz sicher beim Klingstahl. Ich meine, das war S35VN. Und die Klinge hat einen Mordsbelly, relativ spiegelnden Werksanschliff, also das machen die sehr, sehr anständig, beziehungsweise Mafioni macht das sehr anständig. Der ist ja aber auch wirklich bekannt für das Finish seiner Klingen. Der gilt ja bei vielen als absoluter Künstler, was der da abliefert. Ich werde in der Videobeschreibung auch nochmal einen Link zu einer Vorstellung vom Custom Mafioni DOC vom Gym packen. Ich kann über solche Messer gar nicht so viel sagen. Die sind halt absolut außerhalb meiner Reichweite. Natürlich könnte man sparen und sich so ein Teil dann auch kaufen. Oder einige seiner eigenen Messer verkaufen, einen bestimmten Teil. Dann könnte man sich ein solcher Messer holen. Aber da sind mir die anderen Messer halt doch auch zu lieb, als dass ich das machen würde. Ich verstehe schon, dass man solche Messer kauft, solche Messer sammelt. Noch schöner finde ich es, wenn man sie kauft und benutzt. Aber ist ja auch oft ein Werterhalt. Viele dieser Modelle steigen im Wert dann auch noch oder haben überhaupt einen guten Werterhalt an sich. So kann man sein Geld auch ein bisschen anlegen und hat dann eine Menge Spaß in all der Zeit. Kann das schon nachvollziehen, dass man das da macht. Wenn man dann den einen oder anderen Euro noch übrig hat, dann würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Ist bei mir so nicht der Fall und deshalb gehört das halt zu den Messern, die so außerhalb der Reichweite sind. Und daher ist das auch immer was ganz Besonderes, sowas dann mal in Händen zu halten. Ja, Framelock-Modell, Carbon Fiber, Griffschalen, die Mafioni-Hardware, die man von Microtech-Modellen halt auch kennt. Ein schön gearbeiteter Inlay. Dann hat man, die Klinge ist ja extrem bauchig und man meint, die würde gar nicht in den Griff passen, weil die verschwindet wirklich tief im Griff. Hat die im Backspacer hier noch eine Einfräsung erhalten, sodass sich halt die Schneide da einbetten kann. Ganz cool gemacht. Und der Detent ist unfassbar. Ich bekomme das über den Daumenpin fast nicht auf. Da muss man sich schon wirklich konzentrieren.
das über den Daumen aufzuwerfen, also unfassbar. Das ist ein dedicated, selbst hier, ihr seht schon, dedicated Flipper. Da kannst du nicht einfach mal draufhauen. Ich hatte ja neulich erst das Dedemon Bastion da. Das hatte auch einen recht starken Detent. Da konnte ich das Ding aber auch einfach durch Anschlagen aufschmeißen. Hier, das war jetzt nicht wirklich Anschlagen, hier ist es fast nicht möglich. Da muss ich mich so konzentrieren, dass einfach mit einem Schlag aufzuwerfen, hat wirklich einen unfassbaren Detent. Also die Klinge wird fantastisch eingesogen und super gehalten. Überhaupt das absolute Highlight neben dem Design an sich ist der Sound beim Schließen. Meine Kamera hat nicht so den besten Sound, kommt wahrscheinlich überhaupt nicht rüber, aber ich liebe ja die Strider-Modelle wegen dem Sound, wenn man die Klinge schließt. Aber das DUC ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Kann man schlecht erklären. Der Sound beim Schließen ist einfach geil. Die Action ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ist was anderes wie jetzt beim Megalodon. Das geht halt viel leichter von der Hand. Was auch ganz, ganz ulkig ist, wenn man ein paar Mal hiermit geflippt hat und dann zum Megalodon wechselt, hat eigentlich auch einen anständigen Detent, hält die Klinge wirklich fest, aber auf einmal kommt einem das so vor, als ja, die Klinge lässt sich jetzt spielend aufwerfen, weil man ja vorher so viel Druck erzeugen musste. Und hier geht es jetzt echt ganz easy. Läuft natürlich noch leichter. Allerdings, wenn man hier das passende Werkzeug hätte für die Achsschrauben, könnte man das noch ein bisschen lösen. Dann geht hier bestimmt auch einiges. So ist die Action wirklich auch wunderbar. Ja, bei dem Killer Detent aber auch kein Wunder. Ja, wirklich ein Hammerteil. Vermutlich das Messer, das für ein Klappmesser, den stabilsten Klingenstand hat. Sowas von überhaupt kein Klingenspiel. Egal wie ich da hin und her ruckel, da passiert nichts. Also die Klinge dafür, dass die so fest sitzt, läuft die wirklich absolut fantastisch. Hinten haben wir noch eine Lanyard-Öse, könnte man auch als Glasbrecher nutzen. Der Gürtelclip, ja, der ist jetzt okay, fügt sich in den Griff, finde ich optisch ganz gut ein, also fügt sich ein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass er beim Halten weniger komfortabel ist, ist nicht so schlimm, aber ja, dauerhaft arbeiten, irgendwie sind meine, so den perfekten, wenn ich hier hinten halte, ist es okay. Gehe ich in den Vorgriff, dann passt es einfach nicht mehr. Ist jetzt alles natürlich völlig unwichtig, weil das Messer eh nicht benutzt wird, aber ja. Ich würde es benutzen, wenn es meins wäre, und dann würde mich das so ein bisschen stören. Ja, da habe ich ja auch so den einzigen Fehler gefunden, beziehungsweise bei der Verarbeitung. Der Clip sitzt halt nicht perfekt. Der sitzt ein bisschen schief drin, ne? Ich hoffe, ich bekomme das eingefangen. Das hat mich so ein bisschen gewundert, als ich es gesehen hatte. Sitzt aber super stramm. Das ist aber auch mehr oder weniger das Einzige. Ansonsten ist das schon sehr, sehr sauber verarbeitet. Sollte es natürlich auch für den Preis. Ja, ist ein Monster. Ist wirklich ein Riesenteil. Ich habe hier mal mein SteelTec Kommando. Und das ist wirklich ein großes Messer. Ist dann aber verglichen mit dem DUC von Mafioni doch nochmal einen Ticken kleiner. Also das Kastenmodell ist wirklich ein Panzer. Was die beide auch wirklich eint, ist, dass du hier kannst du auch nicht wirklich gut über den Daumenpin. Ich arbeite da eher mit Druck auf die Klinge und nehme sie dann mit. Wirklich nur über den Daumenpin wird es relativ, ja, es geht, aber eigentlich ist das wirklich ein Flipper. Und hier ist es genauso. Also über den Daumenpin öffnen wird schwer. Da gehst du eher in diese Vertiefung hier der Klinge und nimmst dann wirklich die Klinge mit. Brachiales, geiles Teil. Das einzige Messer, das ich habe, das in der Länge in etwa genauso lang ist, zum Größenvergleich, ist das Heavy Duty von Elmar. Ja,
Fantastisches Teil. Ich habe mit Emi ein bisschen darüber geschrieben. Der meinte nur, das Teil ist too much. Ja, hast du recht, das ist too much. Aber genau das zeichnet dieses Messer dann auch wieder aus. Und ich wette, wenn du es in Händen halten würdest, würdest du auch letztendlich sagen, Mann, geiles Teil. Ob du es behalten würdest, ist was anderes. Aber wer das in den Händen hält und nicht sagt, geiles Teil, wer ein Fan von Klappmessern ist, der ist komisch. Das ist schon sehr, sehr cool. Alles klar, das war das Kasten-DOC von Mafioni. Andreas, vielen, vielen Dank für die Leihgabe. Kommt dann wieder zurück zu dir und ich werde noch ein paar Sachen mit reinpacken. Du weißt ja schon, wie sage ich das jetzt? Die sind dann halt für dich und die kommen von Herzen und bist ein ganz, ganz besonderer, lieber Mensch. Ich sage einfach nur, Kopf hoch, weitermachen und ich hoffe, du freust dich über die Sachen, die ich mitschicke. Alles klar, bleib gesund, Peace, ich bin raus.